Wenn ihr wissen möchtet, wie die Holzdeckenkonstruktion von unserem Haus aussieht, das 1927 erbaut wurde, dann bleibt dran, das ist das richtige Video für euch. Herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer in den eigenen vier Wänden. Wir stehen hier neben dem Kamin und neben einer neuen Wand, die hier eingezogen wurde. Wir stehen nämlich mitten im Schacht des Hauses. Hier werden die ganzen Leitungen durchlaufen, Elektroinstallationen, auch die Warmwasserleitungen und beziehungsweise auch die Heizleitungen. Genau, und dafür mussten wir einmal komplett durch die Decken bohren. Das geht ja später ganz bis hoch ins Dach, weil wir natürlich alle Räume einmal versorgen möchten. Und worauf wir da gestoßen sind, das zeigen wir euch in diesem Video. Wir wussten nämlich gar nicht genau, was auf uns zukommen wird. Das geht uns öfter so, seit wir hier am Renovieren sind, weil das Haus ja wirklich super alt ist. Und wenn ihr erfahren wollt, was wir so alles entdeckt haben, dann bleibt dran. Tatsächlich ist es ein ganz typischer Aufbau der Deckenkonstruktion, den man 1927 einfach so gemacht hat. Beziehungsweise man hat ihn sogar bis, glaube ich, 1940 oder 1960 oder so gemacht. Bin nicht ganz sicher, könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Wen das jetzt interessiert, wie dieser Deckenaufbau tatsächlich ist, der kann auch gerne zum Ende des Videos springen. Da haben wir eine schematische Zeichnung und erklären dir auch. Aber jetzt erstmal zum Video, in dem wir einfach unsere Entdeckertour oder Findungsphase zeigen werden. Stopp, eine Sache. Wir hatten noch einen Kommentar unter unserem letzten Video, genau, der eigentlich sehr interessant ist und vielleicht auch eine Frage ist, die sich viele stellen, nämlich ob wir denn mit unserer Deckenheizung nicht gleichzeitig den Fußboden des darüberliegenden Stockes heizen. Und da ging es auch um die Dämmfähigkeit der Decken. Und da haben wir nochmal Rücksprache gehalten mit Experten. Genau. Und würden da auch nochmal drauf zurückkommen im Laufe des Videos. Genau, das klären wir auch einfach am Ende des Videos, gehen wir auf den Kommentar ein und auf die Frage. Und könnt ihr auch gerne jetzt schon hinspringen. So, los geht's. Als allererstes müssen wir hier erstmal den Boden wegmachen. Da ist noch so ein Teppich. Und unter dem Teppich ist, glaube ich, noch irgendwie Laminat oder was. Und dieser Laminat ist dann mit den Dielen verklebt, mit Mörtel. Ja. Und das müssen wir jetzt erstmal alles wegmachen, bevor wir tatsächlich diesen Schacht bohren können. So, jetzt schauen wir mal, wie das Ganze aussieht hier. Hier ist halt die Schüttung drunter, wie immer. Oh, das ist ganz schön fest da unten. Was ist das denn? Das Stein oder was ist das? Oder ist es ein Deckenbalken? Okay, es ist wirklich ein Balken. Was ich nicht ganz verstehe, weil die Balken gehen eigentlich, wie man ja hier oben sieht, in diese Richtung. Und der Balken da, der sitzt irgendwie in dem Eck und geht in die Richtung. Das heißt, ich säge jetzt hier das auch noch weg. Ich bin ja immer voller Hoffnung, dass ich hier irgendwie so einen Schatz finde, den die vergraben haben. Das wären wahrscheinlich einfach nur Reichsmark oder so. Und die sind natürlich nichts wert, aber vielleicht finde ich einen Goldbarren. Haben die bestimmt hier irgendwo versteckt. Jo, also wir haben hier schon wieder irgendein Brett. Das ist da, aber das sind oftmals diese Bretter, die die habe ich von unten auch schon gesehen, ne? Da ist nochmal so eine Lage Bretter drunter und auf denen ist dann die Schüttung. Ich weiß nicht, ob die so Stabilität nochmal machen. Ich meine, das wird schon irgendwie da drauf liegen, aber wenn ich jetzt dieses Stück hier raussäge, wird mir nicht das Haus zusammenfallen. Ist halt scheiße durch den Sand. Ich weiß nicht, ob man auf der Kamera Funken gesehen hat, aber durch den Kettensäge durch Sand ist halt natürlich richtig dumm. Hier ist halt immer noch ein bisschen Rest, eigentlich habe ich es freigeräumt, aber es reicht aus, um wahrscheinlich die Kettensäge richtig stumpf zu machen. Das ist natürlich scheiße. Ah, aber ich krieg's.
aber sah sogar raus, als hätte ich die Kettensäge sogar schonen können. Ja, solche Bretter, das sind, ich weiß nicht, warum die da liegen, gell? So, jetzt da unten drunter. Nochmal Holz. Und da müsste jetzt dann auch die schon die Decke sein. Also hier ist die Latte. Da muss ich vorbei, das heißt, ich muss hier weiter und dann zwischen den Latten durch. Ja. Und da ist dann eigentlich ein Deckenbalken. Alter, was ist denn das? Bitte für einen Monsterbalken hier. Die Deckenbalken, die sind die, liegen die gar nicht auf den Mauern auf, sondern man hat nochmal so Querbalken. Das ist ja voll der, das ist voll das Monsterviech, ey. So extrem, dieser Sand, das ist Wahnsinn, wie das staubt. Scheiße, jetzt habe ich natürlich, ja, es ist natürlich auch saudumm von mir, das ohne Handschuhe zu machen. Vor allem habe ich ja auch noch einen an. Jetzt habe ich mir echt hier. Tut sogar ein bisschen weh. Jetzt weiß ich halt nicht. Also folgendes, ne? Diese Bretter, die hier, die halten ja die Schüttung und diese Balken halten den Boden. Das heißt, wenn ich die jetzt hier auch noch wegsäge, dann muss ich muss das quasi hier. Alter, was habe ich denn jetzt hier mir in den Finger gerammt, ey? Das tut richtig dumm weh. Also dann muss ich hier den da eigentlich wieder abstützen. Da kann ich einen Winkel dran schrauben oder so, ne? Von unten, wenn ich das offen habe vielleicht. Wie soll ich es abstützen, damit mir dieser Boden nicht wegkracht? Ne? Ich meine, da liegt es auf den Balken, klar, das ist kein Thema. Ja, aber irgendwas muss ich machen. Auf jeden Fall. Na, jetzt säge ich den mal noch weg hier. Hundert Jahre altes Holz, ne? Krass. Diese Bretter hier, die sind hinten runtergesackt. Und es kann ja nicht sein, wenn die durchgängig wären. Die müssen eigentlich nur ganz kurz sein. Allein der Winkel schon. Da liegen Sachen drauf, gell? Ja, ist nicht so geil irgendwie. Ich weiß nicht, ich bin nicht so glücklich darüber, dass die jetzt abgesackt sind. Da liegt halt echt Stroh rum. Warum liegt da eigentlich Stroh rum? Müsste da nicht irgendwo wieder ein Balken kommen? Ich hab's kapiert. Da ist an diesem Deckenbalken ist eine Latte und da lag das drauf. Und es ist natürlich nach vorne gerutscht. Das liegt nämlich nur drauf und ist nicht festgeschraubt. Die liegen da einfach nur. Jetzt müsste ich eigentlich versuchen, die wieder draufzulegen. Dann hier vorne meine Konstruktion machen. Das mache ich jetzt mal. Ich glaube, ich habe es geschafft. Die liegen jetzt wieder gut. Jetzt schraube ich noch fest. Jetzt sieht das Ganze doch wieder besser aus. Das ist jetzt schön gerade. Es liegt alles. Da habe ich jetzt so eine schiefe Latte hin, dass ich die da abfangen kann quasi. Was mir jetzt aber gerade aufgefallen ist, ist, dass hier die Dielen, die sind halt natürlich nicht mehr so stabil. Das heißt, ich mache jetzt hier auf diesen dicken Balken,
auch eine Latte drauf, die hier durchgeht und sich dann mit denen hier nochmal verbindet. Die schraube ich einfach von oben fest, damit man da nochmal Stabilität hat. Okay, die passt. Kommen wir wieder dazu, dass wir hier diese Schüttung da auch irgendwie loswerden müssen. Jetzt muss ich eigentlich nur noch diese Strohdecke durchtrennen, dann bin ich durch. Schafft, da sind wir durch mit dem Schacht. Die verputzte Strommatte schön abgeschnitten hier an der Latte. Und jetzt können wir mal schauen, wie das von unten, also hier sieht man auf jeden Fall mal das Kinderzimmer oben einigermaßen. Und jetzt schauen wir nochmal von unten hier rein. Ja, da liegt jetzt natürlich Schüttung unter den Brettern, das muss dann auch weg. Und hier haben wir jetzt, wie gesagt, das Ganze versucht mal schematisch darzustellen. Hier haben wir also das erste OG, das ist der Boden vom ersten OG quasi und die Decke vom EEG. Dann haben wir hier, wie auch rechts beschriftet, den Dielenboden, der ist vernagelt mit den Deckenbalken. Das sind die Deckenbalken. Und unter diesen Dielenböden ist dann die Schüttung. Nennt man auch Einschub, habe ich recherchiert. Und diese Schüttung wird gehalten von der Einschubschalung. Das sind Bretter, die tatsächlich nur auf so Latten liegen, ne? Wie wir es jetzt in dem Video gesehen haben, wo ich mich gewundert habe, als ich das hier quasi abgesägt habe. Und dann ist es ja nach vorne gerutscht und hier hinten runtergefallen. Deswegen lag das auch schräg da drin. Genau. Und unten drunter haben wir auch gesehen, ist dann eine Lattung. Und hier haben wir Strohmatten, die dann verputzt wurden. Genau, das ist also die Darstellung. Und das im Endeffekt ist das auch wirklich ein ganz typischer Deckenaufbau aus den 20er Jahren. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie lange man das gemacht hat. Das weiß ich nämlich nicht. Wir hatten ja zu Beginn des Videos schon erwähnt, dass wir bei unserem letzten Video zur Deckenheizung einen Kommentar bzw. eine Frage gestellt bekommen haben. Und zwar ging es darum, inwiefern die Decken gedämmt sind, sodass sich die Wärmeableitung nur auf den vorhergesehenen Raum beschränkt. Das heißt, ob diese Heizplatten dann nicht ungewollt als Fußbodenheizung für den nächsten Stock agieren und dann praktisch auch dieser mitbeheizt wird dadurch. Das haben wir einmal recherchiert, das heißt nachgefragt bei verschiedenen Experten, die Hersteller der Systeme. Und wir haben folgende Antwort bekommen. Uns wurde gesagt, dass der ideale Weg gewesen wäre zu dämmen, wenn wir sehen es hier, wir haben hier die Dämmplatten, die sind jetzt verputzt und wir haben gedämmt bis zur Kante oben, bis die Decke praktisch anfängt und bis zu den Deckenbalken dann auch. Ideal wäre jetzt gewesen, ich glaube der Wortlaut war der Mercedes, der Dämmung wäre gewesen, wenn wir an den Deckenbalken an der Seite die Decke rausgenommen hätten, um die Deckenbalken herum und da die Wand, die Außenwand nochmal mitgedämmt hätten, beziehungsweise dieses Stück mitgedämmt hätten, um diese Wärmebrücke beziehungsweise Kältebrücke zu vermeiden. Aber das wäre natürlich super schwierig geworden, weil uns dann wieder diese ganze Schüttung entgegengekommen wäre und das super viel Dreck gemacht hätte und auch Zeit gekostet hätte. Wir haben uns für die Variante entschieden, einfach nur bis zur Deckenkante einmal zu dämmen und haben aber auch gesagt bekommen, dass das völlig in Ordnung ist und ausreichend und sozusagen der VW-Klasse entsprechen würde, wenn man mit über Autos redet. Ich weiß nicht, ob damit jeder was anfangen kann. Genau. Genau, und speziell zu dieser Frage im Kommentar, da haben wir uns wirklich auch schon lange Gedanken gemacht, wie diese Wärme jetzt wirklich, also wir haben ja hier unter diesen oder da, hier haben wir ja keine Dämmung. Ne? Das heißt, im Endeffekt diese Heizrohre, die man hier sieht, die gehen ja auch hier in diese Deckenkonstruktion, die wir in dem Video einfach gezeigt haben. Und erwärmen natürlich auch diese komplette Decke, die ist so, ich glaube, 25 bis 30 cm stark ist. Aber uns wurde sowohl von der Firma Coil, beziehungsweise auch von der Firma Variotherm und auch von der Firma Multipor, also wir haben alle drei Hersteller und Experten eben gefragt, und die haben gesagt, dass sich diese Decke erwärmt, aber sobald sie die Temperatur erreicht hat, haben wir einfach nur noch diese Strahlungswärme nach unten.
Und natürlich, wie die Caro jetzt gerade schon gesagt hat, verliert man so ein bisschen Wärme, weil ja die Außenwand in diesem Bereich nicht gedämmt ist. Aber also ein Problem zum nächsten Geschoss hat man nicht. Ne? Also natürlich wird dieser Bereich ein bisschen warm. Vielleicht, weiß ich nicht, da werden wir dann die Erfahrung auch teilen. Vielleicht wird der Fußboden sogar ein bisschen warm. Aber vorwiegend... Was ja aber auch nicht schlecht wäre. Was ja auch nicht so dramatisch wäre. Aber vorwiegend findet halt wirklich diese Strahlungswärme nach unten statt. So, Dennis Finger ist wieder verheilt. Gelernt hat er nichts, hat immer noch keine Handschuhe an. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, auch wenn der Sicherheitsaspekt vielleicht etwas gelitten hat, dann lasst ein Like da und abonniert den Kanal und aktiviert das Glöckchen.